Herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer. Es ist Mittwoch, der 30. September 2015. Sie schauen den Elbe-Kanal und das sind die Themen. Dreibrückenlauf. Über 500 Teilnehmer starteten durch. Mastercup im Ringreiten. Wanderpokal ging an Eggersdorferin. Und Hoffnung. Stadträte entscheiden gegen die Schließung der Kita in Ranis. Auch am Anfang der heutigen Sendung präsentieren wir Ihnen das Gewinnspiel zum Systemcheck des Computer Service Bernd Jungnickel. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Notwendige Ersatzteile werden nach Absprache bestellt und verbaut. Softwareinstallation, Netzwerkeinrichtungen und Wunsch-PC-Erstellung sind ebenfalls kein Problem. Kompetente und freundliche Beratung, lösungsorientiert und das Ganze zu angemessenen Preisen. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Möchten auch Sie einen Systemcheck-Gutschein gewinnen? Dann machen Sie mit beim Gewinnspiel. Hier kommt die entsprechende Frage. Der Computerservice Jungnickel verlost in Zusammenarbeit mit dem Elbe-Kanal 100 Gutscheine für einen kostenlosen Systemcheck im Wert von 29,95 Euro. Wenn Sie einen dieser Gutscheine gewinnen wollen, rufen Sie an und beantworten Sie folgende Frage richtig. Über welchen Anschluss schließt man die meisten Zusatzgeräte an? Ist es A, USA oder B, USB? Wenn Sie die richtige Lösung haben, rufen Sie an unter 03928 40 57 70. Wir drücken Ihnen die Daumen. Vom Gewinnspiel blicken wir nun auf das kleine Örtchen Eggersdorf, denn dort fand am zurückliegenden Wochenende eine ganz besondere Sportveranstaltung statt. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, es ging um Ringe, Pferde und ganz besondere Pfeile. Mehr dazu jetzt im Beitrag. Am Sonnabend, den 26. September 2015, war es wieder soweit. Nach den alljährigen Ringreitturnieren in Eggersdorf starten jedes Jahr im September die Reiterinnen und Reiter zum Wanderpokal. Der Mastercup in Eggersdorf, an dem die besten Reiter der letzten Ringreitturniere teilnehmen, findet dieses Jahr zum 12. Mal statt. Insgesamt starteten 19 Reiterinnen und Reiter, von denen sich 6 für das Finale qualifizierten. Schon beim ersten Durchlauf zeigte sich, wer dieses Jahr die Zügel in der Hand hielt. 3 der 6 Reiter trafen mit ihren Ringstechern auf Anhieb. Ziel ist es, im Galopp mit einem kurzen Stab, auch Ringstecher genannt, einen Ring zu stechen und auf dem Stab zu halten. Somit ergeben sich folgende Platzbelegungen. Der 4. Platz ging an Steffen Walter aus Wehlitz, der 3. Platz an Paula Junghans aus Eggersdorf, 2. wurde Markus Löbert aus Kalbe und den 1. Platz belegte Lokalmatadorin Janette Neumann mit ihrem Pferd Lady. Wir bleiben beim Thema Sport und blicken nun auf den Schönebecker Dreibrückenlauf. Mehr als 500 Teilnehmer und auch viele Zuschauer trafen sich am zurückliegenden Sonntag auf der Schönebecker Saline-Insel. Dort war natürlich der Start, aber auch der Zieleinlauf und bei wunderschönem Wetter ging es dann auch pünktlich um 10 Uhr los. Fast schon zur Tradition geworden ist der Schönebecker Dreibrückenlauf. Jährlich finden sich Sportbegeisterte aus dem Salzlandkreis und sogar von weiter her in Schönebeck zusammen, um gemeinsam an dem bekannten Sportevent teilzunehmen. In diesem Jahr sind über 500 Läuferinnen und Läufer am Sonntag, den 27. September 2015, über die Startlinie gelaufen. Anders als im Vorjahr, wo die Teilnehmer auf dem Salzblumenplatz starteten, war der Start in diesem Jahr auf der Salineninsel. Bereits vor Beginn war die Salineninsel gut besucht und zahlreiche Stände waren aufgebaut. Selbstverständlich waren die Feuerwehr Schönebeck, das Technische Hilfswerk, die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. Friedrich Husemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Schönebeck, tätigt den Startschuss. Thank you.
Die jeweiligen Siegerzeiten konnten sich sehen lassen. Auf der Kleinstrecke von insgesamt 6,88 Kilometer siegte mit einer Zeit von 26 Minuten und 51 Sekunden Jan Sangen-Empen bei den Herren und mit einer Zeit von 29 Minuten und 51 Sekunden Sandra Schmidt bei den Frauen. Auf der großen Runde mit insgesamt 13,76 Kilometer siegte mit einer Zeit von 51 Minuten und 18 Sekunden Erik Nagel bei den Herren und mit einer Zeit von 58 Minuten und 28 Sekunden Anne Handrich bei den Frauen. Während des Laufens kam es zu einigen Ungereimtheiten bei der Zeitmessung, die erst durch die Auswertung von Video- und Fotomaterial im Nachhinein korrigiert werden konnten. Alle Ergebnisse finden Sie auf der Internetseite www.3-brücken-lauf.de. Jeder Läufer und jede Läuferin durfte sich am Ende über eine Teilnehmerurkunde freuen. Aber frei nach dem olympischen Gedanken zählt doch vor allem dabei sein ist alles. Die Organisatoren waren von den zahlreichen Läuferinnen und Läufer sowie über die vielen Unterstützer sichtlich begeistert. Nach dem sehr erfolgreichen Jahr 2015 steht diesem besonderen Sportevent im Salzlandkreis natürlich auch im Jahr 2016 nichts mehr im Wege. Natürlich waren wir mit unseren Fotoapparaten und Kameras vor Ort, wie Sie bereits sehen konnten, und haben jeden Teilnehmer beim Zieleinlauf, aber auch auf der alten Elbbrücke fotografiert. Und diese Bilder können Sie abrufen, wenn Sie denn auf www.elbemedien.de vorbeischauen. Dort gibt es einen Link zu unserer Fotogalerie. Dort haben Sie dann alle Bilder noch einmal aufgeführt. Wir machen weiter mit den Kurznachrichten. Dabei schauen wir auf die Kita in Ranis. Es gibt in letzter Zeit große Debatten. Wird die Kita geschlossen? Bleibt sie offen? Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Über die Schließung der Kita Knutsonnenschein aus Ranis wird weiterhin diskutiert. So hat ein Großteil der Stadträte entschieden, die Kita noch nicht aufzugeben. Grund hierfür waren die Äußerungen der Raniser Eltern, die noch einmal zum Überdenken der aktuellen Lage angeregt hatten. Das Hauptproblem sei weiterhin die wirtschaftliche Situation der Kita. Am Freitag, den 25. September 2015, fand in der Straße der Jugend in Schönebeck von 14 bis 18 Uhr das Herbstfest statt. Ein vielseitiges Spieleangebot für die Kinder wie eine Hüpfburg, Fußball oder die Besichtigung und Begehung eines Feuerwehreinsatzfahrzeuges waren vorhanden. Neben dem Kinderschminken und der Live-Musik war auch für das Leibliche wohl gesorgt. Alkoholfreie Cocktails, Kuchen und Bratwürstchen standen zum Verzehr bereit. Am Donnerstag, den 17. September, war es für die Jujutsu-Senioren des Polizeisportvereins Magdeburg wieder soweit. Auf dem Gelände Stadion Neue Welt traten die Senioren zur alljährlichen Normabnahme für das Sportabzeichen an. Trotz des leichten Rings konnte jeder die Norm erfüllen und es zeigte sich auch, dass man im Alter noch topfit sein kann, immerhin betrug das Durchschnittsalter ca. 64 Jahre. Mit 75 Jahren schaffte Erhard Schröder als ältester Sportler alle Prüfungen für das Sportabzeichen in Silber. Jeder, der jetzt Lust bekommen haben sollte, sich der Gruppe anzuschließen, ist herzlich jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr zum Trainieren an der Sporthalle am Gerstengrund eingeladen. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.psv-magdeburg.de. Das Café-Restaurant am Salzblumenplatz hat einen neuen Inhaber und eröffnete am Montag, den 21. September, wieder seine Türen. Helmut Tschesch lud gemeinsam mit Ehefrau Bärbel zur großen Neueröffnung ein. Zum offiziellen Neubeginn gratulierten Vertreter der Wirtschaft sowie Gäste und Freunde des Cafés. Auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch überreichte Glückwünsche im Namen der Stadt und wünschte den Eheleuten trotz Baustelle und angehender Wintersaison zahlreiche Gäste. Wie das Sachgebiet TV mitteilt, geht der Ausbau der Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck in die nächste Bauphase. Ab Mittwoch, den 23. September, wird der Deckenbelag bis zum Grundstück Haus Nummer 91 abgefräst. Der Kanal- und Straßenbau erfolgt technologisch bedingt im ersten Teilabschnitt des zweiten Bauabschnitts bis zum Grundstück mit der Hausnummer 74. Die Erreichbarkeit der Geschwister-Scholl-Straße bis zur Baustelle ist gegeben. Anfragen können telefonisch unter 03928 710 423 an das SG Tiefbau der Stadt gerichtet werden.
Für die Kreisgrabenanlage in Pömmelte-Zackmünde wird ein Name gesucht. Alle sind dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Gesucht wird ein kurzer, prägnanter Name, der international vermarktet werden kann, um so viele Menschen wie möglich in den Salzlandkreis zu locken. Also schicken Sie Ihre Ideen bis zum 30. September 2015 an das Büro des Landrates in Bernburg oder per E-Mail an pressestelle@kreis-slk.de. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Helene Fischer, das Farbenspiel live, die Stadiontournee, die Veranstaltungshinweise, 25 Jahre Sachsen-Anhalt und vieles, vieles mehr. All das erwartet Sie heute noch hier im Regionalmagazin, gleich nach der Werbung. Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Die Fleischerei Sinnig in Schönebeck überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben unserer frischen Theke finden Sie bei uns auch Großpackungen für Ihre nächste Feier sowie verschiedenes Grillgut für einen gelungenen Abend. Unsere Angebote der Woche: Kasslernacken, das Kilo 2,99, Gehacktes, das Kilo ebenfalls 2,99 und Nacken, das Kilo ebenfalls 2,99. Fleischerei Sinnig. Besuchen Sie uns in der Schönebecker Steinstraße 7-9. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breite Weg 54, denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 55 Cent, Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro, Räucherfilet 100 Gramm ebenfalls 1 Euro, frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent und in dieser Woche Jägerpfanne 100 Gramm zu 55 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Sie brauchen schnell mal ein Passbild?
Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Wir bieten Ihnen alles für Ihr leibliches Wohl. Ob Frühstück mit unseren Kaffeespezialitäten, Brunch oder Mittagstisch. Bei Greenline findet jeder leckere Angebote. Auch in unserer Lounge können Sie entspannen und von 11 bis 22 Uhr warme Mahlzeiten bestellen. Quack, quack. Be green. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Wie ich sehe, sind Sie weiterhin mit dabei. Das freut mich und es geht auch schon gleich weiter mit 25 Jahre Sachsen-Anhalt. Wir blicken zurück auf das Technikmuseum in Magdeburg. Hier ein bisschen was pumpen. Da mal was drücken und dann den Auslöser für den Druckluftanlasser betätigen. Der Motor ließ sich nicht lange bitten und sprang sofort an. Das Besondere, es handelte sich um einen speziellen Flugzeugmotor aus den Dessauer Junkerswerken, entwickelt in den 1930er Jahren in einer Zeit, als es darum ging, Motoren zu bauen, die weniger Brennstoffverbrauch als Benziner hatten. Zum Beispiel, um damit in einem Ritt über den Atlantik zu fliegen. Die Lösung damals? Ein 6-Zylinder-Gegenkolben-Dieselmotor. Irgendwie bekam man sofort Fernweh- und Flugplatzgefühle. Wie muss es sich dann erst angehört haben, wenn 4 solcher 700 PS-Motoren, die zu einem Flugzeug gehörten, ihre Stimme erhoben? Und das hier war nur Standgas. Solche Vorführungen machen das Technikmuseum in Magdeburg aus. Funktionierende Technik unserer Väter und Großväter in Aktion. Denn die Verantwortlichen des Museums sehen darin die Wurzeln nicht nur der technischen Entwicklung in Sachsen-Anhalt. Wurzeln, an die es sich zu erinnern lohnt. Beim Technikmuseum handelt es sich um ein komplett ehrenamtlich betriebenes Museum, zu dem die Macher eigentlich eher unfreiwillig kamen, denn von offizieller Seite war es nicht geplant, es einzurichten, denn eigentlich sollten alle diese Exponate hier in einem Depot verschwinden. So, die haben uns 2 große Inventarlisten übergeben und einen großen Berg Schlüssel und dann sollten wir hier anfangen. Das war nicht ganz leicht und wir waren am Anfang natürlich auch überhaupt nicht im Klaren, ob das gelingen wird, aber wir haben es dann trotzdem versucht. Und natürlich war da auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern eine ganze Menge Ehrgeiz dabei, ich sag's mal, denen auf der anderen Seite zu zeigen, dass das geht.
Der Platz im Kulturhistorischen Museum wurde damals übrigens für die Ottonen gebraucht. Landesausstellungen, die sich mit mittelalterlichen Fürsten beschäftigten. Herrscher, auf die sich Magdeburg auch heute noch in seinem Selbstverständnis beruft. Ganz anders bei den manchmal stiefmütterlich behandelten technologischen Wurzeln, die Magdeburg in den vergangenen 150 Jahren doch so viel mehr prägten und aus ihr die Stadt des Schwermaschinenbaus machten. Gusseisen, Dampfmaschinen, Dieselmotoren oder Armaturen, die Liste ließe sich fortsetzen. Und hier in der alten Werkhalle kann man sie alle bewundern. Übrigens in der einzigen Werkhalle weltweit mit einer Kurve in der Kranbahn. Aber das ist nur die eine Seite des Angebots. Der zweite große Schwerpunkt ist eben der gewesen, dass wir gesagt haben, mit dem Potenzial, was im Museum vorhanden ist, wollen wir versuchen, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche an die Naturwissenschaft und Technik heranzuführen, um bei denen auch eventuell die Motivation zu entwickeln, sich dafür zu interessieren. Das machen wir einerseits, indem sie angeleitet werden, was vorgeführt kriegen, aber auch auf jeden Fall, dass sie was mitnehmen und was herstellen können mit einfachen Mitteln, einfachen Möglichkeiten. Da wäre zum Beispiel eine kürzlich eingerichtete Schülerwerkstatt, in der sich Schulklassen ausprobieren können. Und wenn mancher mit dem Werkzeug eher fremdelt, andere entdecken vielleicht ihre Liebe zum Handwerk und bekommen Lust zum Mitbasteln. Denn noch besteht die Möglichkeit, etwas von erfahrenen Technikern zu lernen, die sich zum Beispiel noch mit Dampfmaschinen auskennen. Oder vor staunenden Kinderaugen die transmissionsgetriebene Schlosserwerkstatt in Betrieb nehmen. Ja, wir machen das ehrenamtlich, sind eine durchgängige Rentnerband. Es gibt aber auch einige, die durchaus noch im Beruf stehen, die das eine oder andere Mal, so wie es ihrer Zeit erlaubt, sich auch mit einbringen und bestimmte Dinge machen. Vor allen Dingen, wenn es immer um solche Geschichten geht, Motoren zu restaurieren, weil wir den Ansatz gemacht haben von Anfang an, dass wir versuchen wollen, so viel wie möglich Exponate in der Halle wieder zum Laufen zu bringen, um den Leuten das vorführen zu können, weil dann wird es eben erlebbar. Ja? Und mit der Möglichkeit, da anzufassen, kann man das auch ein bisschen fühlen. Aus Kernschrott entstanden so funktionierende Maschinen, mal aus Schenkungen, mal mit Spendengeldern finanziert, woran man das Dilemma dieses Museums erkennen kann. Es gibt zwar eine institutionelle Förderung, die aber nicht immer ausreicht, um alle Pläne zu verwirklichen. Und nicht nur, weil alle Kinder bis 12 Jahre keinen Eintritt zahlen brauchen, wäre eine bessere Finanzausstattung sicher wünschenswert. Alles das, worauf sich Sachsen-Anhalt gründet, nämlich die Industriekultur, in der Betrachtung von Seiten der Landesregierung bisher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es ist so gewesen, dass nach der Wende eben viele Betriebe über einen relativ kurzen Zeitraum zerschlagen wurden. Es gibt Nachfolgebetriebe mit einem Bruchteil derer, die da mal beschäftigt waren. Wir sind mit Nachdruck daran, da eine Veränderung zu erreichen. Langsam entwickelt sich da was. Aber die Erkenntnis, dass sich dann auch die Leute über die Geschichte mit der Region identifizieren, das ist eben, glaube ich, mittlerweile hier angekommen. Bei diesem Ansinnen können alle mithelfen, mit Geld, mit Wissen, aber auch mit tätiger Mithilfe. Und wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages eine Landesausstellung zum Thema der Industriekultur, bei der es zischt, rattert und heult. Und nun können Sie wieder mitmachen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, unser Medium der Woche, Helene Fischer, das Farmspiel live, die Stadiontournee auf DVD und CD zu gewinnen. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Helene Fischer ist zweifelsohne die erfolgreichste Live-Künstlerin, die Deutschland derzeit zu bieten hat. So war es wenig verwunderlich, dass die Farmspiel Live, die Tournee, im Herbst 2014 innerhalb weniger Wochen ausverkauft war.
Bei insgesamt 21 Stadionkonzerten und über 850.000 Besuchern konnten Helene Fischer-Fans die Show Farbenspiel Live, die Stadiontournee, in einer einmaligen Atmosphäre erleben. Mit der Deluxe-Edition mit zwei CDs und einer DVD kann man sich das Showspektakel der Stadiontour ins eigene Wohnzimmer holen. Neben bekannten Hits wie Atemlos durch die Nacht, Fehlerfrei und Phänomen sind auch exklusive Bonus-Hits wie Der Augenblick und In den Nächten zu finden. Mit dieser einzigartigen Tournee hat Helene Fischer mal wieder bewiesen, was für eine große Künstlerin sie ist. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten diese CD und DVD bei sich zu Hause haben, dann machen Sie doch mit beim Gewinnspiel und beantworten mir folgende Frage. Am zurückliegenden Sonntag fand auf der Saleneinsel ein ganz besonderes Event statt. Ich möchte von Ihnen den Namen dieses Events wissen. Wenn Sie die Antwort haben, dann ran an das Telefon, die 405770 in Schönebeck gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Alle richtigen Antworten landen dann im Lostopf, werden gezogen und die Gewinner geben wir dann am kommenden Freitag hier im Regionalmagazin bekannt. Weitere Veranstaltungen warten natürlich ebenfalls auf Ihren Besuch. Was alles in den kommenden Tagen und Wochen hier bei uns in der Region passiert, hier bei uns erfahren Sie es in den Veranstaltungstipps. Die Fotografin Katrin Königl und der Fotograf Rolf Brändle haben verschiedene Flüchtlingsunterkünfte in Sachsen-Anhalt besucht und dabei entstanden fotografische Dokumente. Die Landtagsfraktion von Bündnis 90, die Grünen, möchte damit auf die schwierigen Lebensbedingungen von Flüchtlingen und Migranten in Sachsen-Anhalt aufmerksam machen. Wer jetzt Interesse an der Ausstellung bekommen hat, kann noch bis zum 4. Oktober, Montag bis Freitag, von 8 bis 19 Uhr im Schönebecker Bildungszentrum des Rückenwind e.V., Bahnhofstraße 11 bis 12 vorbeischauen. Der Herbst naht und so lädt das Gartencenter Tulpina zum Erntedankfest ein. Am 2. und 3. Oktober 2015 gibt es neben einer Kinderinsel für die kleinen Besucher auch den Verkauf von Hortensien, Sonnenblumen, Zierkürbissen und den dazu passenden Gefäßen. Auch die Straußenfarm Klein Rosenburg stellt sich vor. Tulpina finden Sie in der Wilhelm-Dümling-Straße 37 im Gewerbegebiet in Schönebeck. Treckerfreunde, aufgepasst! Am 3. Oktober ist es wieder soweit. Das Schönebecker Treckertreffen geht in die vierte Runde. Der Samstag steht wieder ganz im Zeichen der Trecker. Alle Treckerfans sind herzlich eingeladen, am 3. Oktober in der Zeit von 11 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Goodyear Auto Glass Performance, Magdeburger Straße 203, zu erscheinen. Auf alle Gäste wartet Bier vom Fass, Bratwürste und das Ganze wird mit einer musikalischen Umrahmung abgerundet. Zur letzten Führung in der Nabu-Nachtigallen-Oase in der Chausseestraße lädt die Nabu-Gruppe Schönebeck alle interessierten Naturfreunde am Sonntag, den 10. Oktober ein. Ab 10 Uhr wird Karl-Heinz Schuppe von der Nabu-Gruppe Schönebeck die dortigen Pflanzen vorstellen und für die Umweltbildung erläutern. Bereits am Montag hatte ich es angekündigt, es wird eine wunderschöne Herbstwoche. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, so präsentierte sich auch der heutige Mittwoch. Bereits der Donnerstag und der Freitag verspricht an dieser Stelle schon schön zu werden. Hier und da ein paar Nebelschwaden, doch das soll uns nicht vom schönen Wetter abhalten. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Hälfte der Woche ist geschafft und der Herbst präsentiert sich vorerst mit angenehmen Temperaturen. Donnerstag herrschen noch einmal sommerliche Temperaturen. Den ganzen Tag über strahlt die Sonne bei anfangs 11 Grad, die sich dann auf eine Höchsttemperatur von bis zu 17 Grad erhöhen. Am Abend bleibt der Himmel klar und die Temperatur beträgt 8 Grad. Am Freitag bleibt es ebenfalls sonnig. Der Tag beginnt zunächst mit leicht bewölktem Himmel, doch schon ab den Mittagsstunden kommt die Sonne hervor. Hier liegt die Höchsttemperatur bei 18 Grad und am Abend werden es 9 Grad.
Der Himmel bleibt am Samstag dann wieder etwas mehr bewölkt. Das Regenrisiko liegt bei geringen 10% und die Höchsttemperatur beträgt 18 Grad. In der Nacht werden es dann 11 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und somit endet das Regionalmagazin. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen, außer Ihnen noch einen wunderschönen Abend zu wünschen, Sie einzuladen, am Freitag wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, einen schönen Abend, machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.